Ich kann Ihnen vielleicht eines vorab versprechen. Der Brexit wird auch hier aus Straßburg aus Sicht des Europaparlaments in den Blick genommen. Man hat sich ein bisschen festgelegt und hat gesagt, heute beginnen wir mit dem Urheberrecht, morgen dann der Brexit. Also alles wird geliefert sozusagen zu seiner Zeit. Heute also wollen wir sprechen über die Reform des Urheberrechts, über eine Anpassung ans Internetzeitalter. Ich bin sehr froh, dass zwei Gäste zu uns gefunden haben, die tatsächlich Experten sind auf diesem Gebiet und die den ganzen Prozess mit begleitet haben. Ich darf ganz herzlich begrüßen Sven Schulze von der EVP-Fraktion. Er ist dort unter anderem im Ausschuss, im Sozialausschuss aktiv, aber auch in anderen. Und ich darf herzlich begrüßen Martin Schirdewan von der linken Fraktion. Er ist auch Spitzenkandidat für seine Partei und er ist im Wirtschafts- und Währungsausschuss. Also, Stefan Kuller, Sie haben es angedeutet, es ist tatsächlich ein bisschen schwierig, es ist kontrovers. Das Internetzeitalter erfordert eben Anpassungen juristischerseits. Die EU-Kommission hat das angeregt 2016. Jetzt hat man sich im Februar 2019 nach einem ziemlich langen Prozess geeinigt und ist jetzt an einer Stufe angekommen, wo man nochmal letztlich debattieren und abstimmen kann. Das Ganze heute also im Europaparlament. Tatsächlich möchten wir aber noch mal ein bisschen tiefer gehen und noch mal die Genesis aufrufen. Herr Schulze, ich würde gerne bei Ihnen beginnen. Das ist jetzt ein Thema, was fast nicht mehr zumindest in Deutschland emotionsfrei besprochen werden kann. Wir machen hier jetzt dennoch den Versuch. Wenn wir noch mal ganz klar sagen, warum braucht es jetzt diese Novelle? Ja, weil es hier auch um das Thema Schutz des geistigen Eigentums im Internet geht. Es geht darum, dass wir Plattformen haben im Internet, die Inhalte nutzen, die ihnen nicht gehören, damit aber sehr viel Geld verdienen, dass Kreative, die damit ihren Lebensunterhalt bestreiten müssen, nicht davon leben können, wenn sie für ihre Inhalte, für das, was sie erschaffen haben, kein Geld bekommen, nichts verdienen. Und da müssen wir natürlich darauf reagieren. Und das, wie Sie richtig gesagt haben, ist kein Prozess, der in den letzten Wochen hier passiert ist, sondern das ist eine Zeit in den letzten Jahren gewesen, wo man sich hier über die Fraktion hinaus, im Rat, auch in der Kommission auf ein Ergebnis verständigt hat, was wir heute hier im Europäischen Parlament abstimmen. Also ein längerer Prozess seit 2016, damals übrigens vom EU-Kommissar für Digitales in dieser Funktion Günther Oettinger angeregt und auf den Weg gebracht und ja auch ein Prozess, wo ganz viele Gruppen mitgespielt haben. Über Entscheidungsfindung können wir auch gleich noch sprechen, Martin Schirdewan. Wenn wir jetzt einfach mal uns das angucken und sagen, an welcher Stelle sehen wir den Bedarf für Veränderung? Was genau muss verändert werden aus Ihrer Perspektive? Ja, wir sind uns zunächst darin einig, dass wir natürlich ein an das Internetzeitalter angepasstes Urheberschutzrecht brauchen, das aber gleichzeitig gewährleistet, dass zum Beispiel der freie Meinungsaustausch auch im Internet weiterhin erhalten bleibt. Und ich glaube, dass die jetzt vorliegende Copyright Directive, also das Leistungsschutzrecht, was auf europäischer Ebene verhandelt worden ist in den letzten Jahren, beiden Ansprüchen noch nicht gerecht werden kann. Da gibt es ja einige ganz entscheidende Knackpunkte, die auch in der Genese intensiv diskutiert worden sind, in der europäischen Gesellschaft, in der deutschen Gesellschaft. Und ich glaube, wir müssen heute darüber entscheiden, inwieweit Urheberrechte tatsächlich geschützt werden können durch die vorliegende Urheberrechtsrichtlinie, Leistungsschutzrichtlinie. Ich sehe das nicht. Ja. Und ich glaube, wir müssen auch darüber reden, inwieweit das freie Internet verteidigt werden kann. Und ich sehe auch das nicht gewährleistet derzeit. Ja. Würden Sie denn sagen, dass zum aktuellen Zeitpunkt freie Meinungsäußerung absolut uneingeschränkt möglich ist? An jeder Stelle der Welt? Kann man nicht mit Ja beantworten. An jeder Stelle der Welt vielleicht nicht. Das ist natürlich schwierig mit Ja zu beantworten. Aber das sind ja die Voraussetzungen, von denen wir als Europäerinnen und Europäer erstmal ausgehen. Ja, in der Tat. Aber was Sie in der Sache ansprechen, ist ja der Artikel 11. Ne? Es ist gut, dass wir nicht sofort bei Artikel 13 landen. Den haben wir noch vor uns. Also Artikel 11, Leistungsschutzrecht für Verleger. Durchaus. Ne? Es geht um diese Clippings. Es geht darum, sozusagen, was wird rausgenommen? Wie weit ist das möglich? Wie weit kann man da sozusagen ansetzen und dafür etwas aufrufen, dann die Verlage sind doch eigentlich stark genug, um sich da selber irgendwie mit den Plattformen zu einigen, oder Herr Schulze? Naja, scheinbar nicht. Also wir haben von vielen, vielen Verlegern Rückmeldungen bekommen in den letzten Wochen noch mal sehr intensiv, die uns darin bestärken, dass wir hier Ergebnisse brauchen. Dass es also heute speziell nicht sein darf, dass wir das, was wir heute zur Abstimmung haben, scheitern lassen. Und es wurde angesprochen, es gibt sicherlich den einen oder anderen technischen Punkt noch, über den auch in
den letzten Wochen sehr intensiv diskutiert wurde. Aber ich glaube, dass es auf europäischer Ebene eine breite Unterstützung dafür gibt. Das sagte mein Kollege der Linkspartei ja auch gerade, dass wir hier neue Regeln brauchen, dass wir hier auch an das aktuelle Zeitalter uns anpassen müssen. Und dass am Ende des Tages auch nicht nur die Verlage, sondern auch die Journalisten, die dahinter stecken, auch eine faire Vergütung bekommen, dass wir auch da uns entsprechend an das Zeitalter anpassen. Und das machen wir hiermit. Ja. Und ich glaube, was wir in den letzten Tagen erlebt haben, auch in Deutschland, was ich auch richtig und gut fand, dass sich viele Menschen mit der Thematik beschäftigt haben, hat aber zu kurz gegriffen. Wir haben uns immer nur über ein Thema unterhalten, über die technischen Möglichkeiten, gewisse Dinge vielleicht rauszufiltern wahrscheinlich. Aber wir haben uns viel zu wenig darüber unterhalten, was wir eigentlich damit wollen. Nämlich, dass Lizenzen erworben werden, dass wir eine faire Vergütung bekommen, auch im Internet, so wie das an anderer Stelle in der Wirtschaft und in der freien Welt auch die, zur Verfügung steht. Ja, ja. Letzter Punkt noch, Herr Schirdewan, zu Artikel 11 Leistungsschutzrecht. Es gibt ja immer verschiedene Interessenträger, die verschieden groß sind und verschieden mächtig. Es gibt auch eine Abgeordnete hier im Europäischen Parlament von der Piratenpartei, Julia Reda, die auch sozusagen ganz stark vorne in dem kreativen Prozess mit drin war und die gesagt hat, also das, so wie das jetzt geregelt wird oder geregelt werden soll, noch nicht abgestimmt, in Artikel 11 ist das so, dass es wiederum die kleinen Verlage benachteiligt. Auch Ihre Auffassung? Ja, absolut. Das ist auch meine Auffassung. Also wenn man auch da auf die Genese noch mal eingehen möchte, wir wissen ja, dass 2014 im Dezember eine Expertenkommission im Bundestag gesagt hat, dass das deutsche Leistungsschutzrecht, so wie es existiert, als gescheitert zu betrachten ist, weil eben insbesondere nur die großen Verlagshäuser oder die Film- und Musikindustrie davon profitiert haben, aber kleine, mittelständische und Start-ups stark benachteiligt worden sind. Und was mir sehr Sorgen bereitet, ist der Artikel, der heute gerade frisch in der FAZ erschienen ist, wo noch mal darauf hingewiesen wird, dass auch Peter Altmaier, also der deutsche Wirtschaftsminister, offensichtlich die Interessen der kleinen und mittelständischen und der Start-ups zugunsten eines jetzt vorliegenden Leistungsschutzrechts im Interesse der großen Verlagshäuser fallen gelassen hat. Das bereitet mir große Sorgen. Was überhaupt nicht geregelt ist in diesem Leistungsschutzrecht, und da muss ich Ihnen widersprechen, Herr Schulze, sind die Interessen der Journalistinnen und Journalisten. Weil zum Beispiel so unlautere Vertragsverhältnisse wie Total Buyout-Klauseln und so weiter und so fort überhaupt nicht angegangen werden. Das heißt, wenn ein Journalist ein Stück verkauft oder ein Fotograf sein Foto oder ein Grafiker seine Grafik an ein Verlagshaus zur Verfügung stellt, verliert er damit sämtliche Rechte, und solche unlauteren Vertragspraxen sind überhaupt nicht aufgehoben worden, werden überhaupt nicht angegangen. Da kann also nicht davon die Rede sein, dass Leistungsschutzrecht auch mit Urheberschutz harmonisiert wird. Ja. Möchten Sie kurz darauf reagieren? Also hat Herr Altmaier und haben andere da sozusagen an der Stelle zu weit gegriffen? Naja, das sehe ich nicht ganz so. Ich sage mal, zum einen ist es dann immer wunderlich, wenn die Diskussionen jetzt aufkommen, wo die Verhandlungen abgeschlossen sind. Die Bundesregierung hat ja auch die Möglichkeit gehabt, dem Rat entsprechend zu reagieren. Sie hat dem am Ende zugestimmt. Die SPD-Ministerin Barley war da Verhandlungsführerin für die deutsche Bundesregierung. Ich gebe mit Sicherheit all denjenigen recht, die sagen, bei dem, was wir heute beschließen, gibt es an der einen oder anderen Stelle noch Verbesserungsbedarf. Ja, das haben wir bei fast jeder Thematik, die wir hier haben. Wir sind nirgends so, dass wir alles abschließend verhandelt haben und sagen, da muss nie wieder was dran gemacht werden. Das nicht, aber Fakt ist, und das sagen mir auch Journalistenkollegen, die sagen, wir müssen jetzt hier erstmal beginnen und wir müssen jetzt hier das auch beschließen, damit am Ende des Tages überhaupt was auf dem Tisch liegt. Wenn wir das heute nicht beschließen, dann haben wir im Wesentlichen für viele, viele Bereiche ja nichts Neues geschaffen, und wir haben eine Situation, die sich nicht verändert zu dem, was wir bisher haben. Und zu dem, was wir bisher hatten, gab es ja Gründe, warum wir das geändert haben wollen. Und das nicht erst seit heute schon, sondern seit einigen Jahren hier diskutiert wird. Ja, okay. Die Sache ist in Bewegung. Sie haben im Grunde genommen gerade so etwas wie das Strucksche Gesetz, was wir aus Deutschland kennen, das nicht so rausgeht, wie es reingekommen ist ins Parlament. Und wir sind jetzt auch so ganz zart jetzt doch bei Artikel 13 gelandet. Wenn wir jetzt mal, ohne quasi in das Zahlenwerk direkt einzusteigen, aber wenn wir einfach mal in der Draufsicht sagen, in der Beobachtung dessen, was wir in den vergangenen Monaten erlebt haben, auf der Straße und auch im Netz, erinnert das sehr stark an sozusagen diese glaubenskrieghafte Situation, die wir bei TTIP schon mal hatten. Ist das wirklich angemessen der Sache, Herr Schirdewan? Na, ich würde nicht von Glaubenskrieg sprechen, sondern eher davon, dass sich hier die europäische Bevölkerung in weiten Teilen Politik wieder aneignet, dass das eine
aktive demokratische Entscheidung ist, weil es hier darum geht, dass unser aller Lebensalltag davon betroffen ist. Und wir können ja nicht Millionen Leute, die eine Petition unterzeichnen oder Hunderttausende, die auf die Straße gehen oder E-Mails an die Europaabgeordneten schicken, damit eben ein Gesetz auch in ihrem Interesse verabschiedet wird, diffamieren als Glaubenskrieger an dieser Stelle. Das würde ich nicht tun, sondern hier geht es wirklich um eine aktive... Ich habe ja von einer Anmutung gesprochen. Ne? Das ist also sozusagen, wird sehr emotional geführt, ja, von beiden Seiten. Genau, das ist natürlich ein emotionales Thema, weil es uns alle betrifft. Aber trotzdem wird das ja auf sehr informierter Grundlage miteinander ausgefochten. Und das sieht man ja auch, wenn man in die E-Mails hineinguckt. Also hier findet ein ganz aktiver Aneignungsprozess von Demokratie statt. Das begrüße ich sehr an dieser Stelle. Und ich glaube, man muss halt auch die Bedenken sehr ernst nehmen, die in diesen E-Mails oder auf der Straße geäußert werden oder eben die auch durch diese Petition zum Ausdruck gebracht worden sind. Die sich natürlich alle sehr fokussieren und in der Tat eben auch immer ein bisschen den Eindruck hinterlassen einer Kampagne. Nun könnte man sagen, die Antworten, die man zum Teil von denen, die angegriffen wurden, gehört hat, waren auch manchmal ein bisschen sozusagen über den Durst. Also ich erinnere einen Tweet und eine Interviewäußerung vom vergangenen Wochenende, die inzwischen relativiert wurde. Ich weiß, Herr Schürdewan hat angesprochen, die E-Mails, die man erhalten hat. Sie hatten da auch eine Interviewäußerung, wenn ich das recht weiß, von Google gesteuerte Fake-Kampagne. Ich glaube, Sie haben das dann später noch mal ein paar Mal erklärt. Sind wir da an einem Punkt in der politischen Debatte gekommen, wo es uns einfach nicht mehr gut tut und wo wir die Sache ein bisschen aus dem Auge verlieren, nur sozusagen um den Kampf zu gewinnen? Also erstmal finde ich es gut, dass sich viele Menschen mit dieser Thematik beschäftigen. Und ich finde es auch in Ordnung, dass Menschen demonstrieren gehen und sagen, wir haben da eine andere Meinung als vielleicht ihr im Europaparlament. Was ich aber verurteilen muss, das muss man ja auch noch mal ganz klar sagen, ist die Art und Weise, wie es zum Teil passiert. Also mir persönlich wurde Gewalt angedroht. Mir persönlich wurde angedroht, wenn man mich sehen würde, würde man mich zusammenschlagen und so weiter. Einem Kollegen von mir, dem sind sogar Morddrohungen ins Haus gegangen. Das geht eindeutig zu weit. Und was wir haben kaum noch die Möglichkeit, mit Argumenten auch durchzudringen. Ich selbst habe mich mal geäußert an einem Freitagnachmittag, als ich gegen 17 Uhr mehrere tausend E-Mails zur gleichen Zeit bekommen habe, alle mit der gleichen Absenderadresse, wo ich dann gesagt habe, Mensch, Google, habt ihr das wirklich nötig? Daraus hat man mir unterstellt, dass ich jeder E-Mail unterstelle, die ich bekomme, dass das von einem Bot gesteuert ist, was definitiv nicht der Fall war. Ja. Das habe ich relativiert. Diese Relativierung hat man aber nicht ernst genommen, hat gesagt, das interessiert uns nicht, was du jetzt gesagt hast, sondern wir nehmen nur diese eine E-Mail auf. Das Gleiche ist jetzt an diesem Wochenende auch wieder passiert. Also es ist sehr schwierig, da in der Argumentation auch durchzudringen mit den Telefonanrufen, die wir ja haben. Da mit dem einen oder anderen habe ich auch telefoniert. Wenn man da mal vernünftig diskutiert und sagt, warum wir das eigentlich machen, dann stoßen wir schon auf Verständnis. Und es ist nicht so, dass jeder junge Mensch sagt, wir zerstören hier das Internet, nachdem wir mal mit denen gesprochen haben. Wir zerstören hier nicht das Internet. Also das, was man uns da vorwirft, ist einfach nicht die Wahrheit entsprechend. Das ist sozusagen die Perspektivsache und dass Sie beide noch niemals in Ihrem Leben einen Lobbyisten gesehen haben, würden Sie wahrscheinlich beide selber auch nicht unterschreiben oder behaupten wollen. Wenn wir sozusagen nochmal auf diese Ausformung kommen, wir haben jetzt fast 10 Minuten reden können, ohne das Wort Upload-Filter, was übrigens nicht im Text drin ist, zu verwenden. Aber wenn wir da, das müssten wir nochmal an zwei Stellen jetzt kurz aufgreifen. Ist es nicht eigentlich so, dass wir irgendeine Form von Upload-Filter, die wir so nicht nennen, aber jetzt schon haben, so eine Art Regelmechanismus, dass bestimmte Dinge beim Hochladen doch gebremst werden? Also entspricht das nicht schon der Realität? Ja, zumindest bei großen Plattformen, wenn es um kriminelle Inhalte geht oder um gewaltverherrlichende Inhalte, ist das der Fall, das stimmt. Aber das ist ja auch selbstverständlich, glaube ich, weil das unserem demokratischen Grundkonsens entspricht. Wir reden ja über in dem Sinne Upload-Filter, die verpflichtend eingeführt werden müssen, auch wenn sie namentlich nicht in der Artikel 13-Version jetzt enthalten sind. Aber es gibt keine anderen technologischen Varianten als eben diese Upload-Filter derzeit, wenn der Gesetzestext so bleibt, wie er ist. Deshalb werde ich im Übrigen nachher auch diesen Artikel 13 ablehnen und dagegen stimmen. Ja. So wie die Upload-Filter jetzt konzipiert sind, werden sie natürlich die Meinungsfreiheit im Netz. Und das sind ja die Gründe, die die Leute eben auch so aktiv werden lassen derzeit. Die Freiheit im Netz einschränken. Okay. Weil bestimmte, und dafür gibt es viele Beispiele, das möchte ich kurz noch ausführen. Ja, viele Beispiele, ganz kurz, dass eben, drin geht es nämlich gleich los. Ja, alles klar, das ist eben wirklich Beispiele von zum Beispiel Pinkstings, einer Band, die eine feministische Kampagne gefahren hat, dass dann die Rechte nicht mehr gefiltert werden können, weil Upload-Filter nicht in der Lage sind, Collagen, Satiren etc. zu unterscheiden.
erscheinen. Damit wird die Meinungsfreiheit eingeschränkt. Das ist ein reales Problem und das treibt die Leute um. Wir werden heute hier echten Parlamentarismus erleben. Sozusagen, ich weiß nicht, ob man das mit Ja und Nein beantworten kann, Herr Schulze, aber zum Schluss. Die Union stellt sich vor, eine nationale Lösung, die Upload-Filter verbietet. Ist das wirklich realistisch? Ja, das werden wir dann sehen. Also das kann man nicht mit Ja und Nein beantworten. Okay, gut. Aber ein paar Fragen müssen noch offen bleiben. Genau. Das macht es spannend für uns.